Quedlinburg, eine kleine Stadt mit ca. 23.000 Einwohnern, nahe dem Harz im westlichen Sachsen-Anhalt. Eine einzigartige Kombination von antiken, mittelalterlichen und modernen historischen und künstlerischen Schätzen machen es zu einem Muss für jeden Besucher. Die größte Sehenswürdigkeit ist die Stadt selbst. Auf einer Fläche von gut 80 Hektar können über 2000 malerische Fachwerkhäuser bestaunt werden. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum wir immer so unterschiedliche Fassadenfassungen hier haben? Die werden letztendlich aus den Baubefunden heraus werden die entwickelt. Okay. Also das ist nicht irgendwas, was willkürlich passiert, sondern bei jeder Sanierung wird immer genau geguckt, in welchen Jahrhunderten haben wir welche Farbfassung. Wir zwei biegen jetzt in die Hölle ein. In diesem Haus war eine große schwarze Küche. Weißt du, was eine schwarze Küche ist? Nein. Früher hat man auf offenem Feuer gekocht. Und in dem Raum, wo man gekocht hat, war dann die Decke zu so einem großen Windfang oder so einem Rauchfang ausgearbeitet. Und da drin war alles schwarz. Und weil man dann eben hier diese riesige Küche hatte, hieß das Haus Domus Infernus, also das Höllenhaus. Ja. Die Krypta der Stiftskirche gehört zu den schönsten Räumen dieser Art in ganz Europa. Sie entstand im Zuge des Neubaus der Kirche zwischen 1070 und 1129 unter Einbeziehung älterer Bauteile. Auch die Gewölbemalereien entstanden bereits im 12. Jahrhundert und zählen damit zu den ältesten überlieferten Wandmalereien in Deutschland. Als alleinstehendes Gebäude ist das Ständerbaugebäude in Quedlinburg eines der ältesten Fachwerkdenkmäler. Außerdem ist es eine der markantesten Verdeutlichungen des Ständerbauprinzips. Bereits im 14. Jahrhundert wurde hier eine professionelle Stadtmauer errichtet, essentiell für eine Handelsstadt von Weltrang. Schon damals entstand eine hohe und massive Steinmauer mit Wehrgängen, Türmen, Bastionen und Toren. An einigen Stellen waren außerdem noch Wassergräben vorgelagert. Mit diesem einmalig geschlossenen historischen Stadtbild sowie der Stiftskirche und den Stiftgebäuden auf dem Schlossberg steht Quedlinburg in der ersten Reihe deutscher Fachwerkstädte und wurde bereits 1994 in die UNESCO-Welterbeliste der schützenswerten Kulturgüter aufgenommen.